Für dich das Wochenorakel für die Kalenderwoche 34. Herzlich willkommen bei Astro Antwort Impulse. Ja, ich hoffe, es geht euch gut. In der Kalenderwoche 34 bin ich aus dem Urlaub zurückgekehrt und damit ihr hier keinen Leerlauf habt, habe ich mir erlaubt, diese Legung relativ weit im Voraus zu legen. Wie ihr seht, habe ich die Karten schon gemischt und ausgelegt. Ich benutze heute das Illuminated Tarot und das mystische Lenormand. Die Energie, die sich am Unterdeck findet, ist der Ritter der Stäbe. Wir wissen, die unterstützende Energie oder die blockierende Energie. Du bist in dieser Woche unterstützt von Neugierde und Tatendrang. Du solltest aber immer schauen, dass dieser Tatendrang nicht über die Stränge schlägt. Jetzt bin ich erstmal sehr gespannt, was ich hier zu sehen bekomme. Einmal die Hauptenergie der Woche. Oh, die zwei der Kelche. Das steht immer, das wissen wir ja schon, für die Liebe, für gute Partnerschaften im privaten sowie auch im beruflichen Bereich. Und jetzt lass mich mal schauen, was kommt da von dir? Du hast in dieser Woche gute Chancen, ja, auf alles Mögliche, was verbindlich ist. Das können Freundschaften sein, Beziehungen sein, das können aber auch Verträge sein. Schauen wir mal, was die Umwelt so beizutragen hat von dieser Woche. Hier haben wir jetzt, Entschuldigung, jetzt auch noch ein Nieser dabei. Ich höre mir das mal an, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich den Video deswegen nochmal drehe. Harmonie und Liebe und du wirst in dieser Woche auf eine Person treffen, die dir Liebe entgegenbringt und zumindest erstmal ein sehr großes Interesse. Und das sind natürlich super Chancen. Familie dürfte auch alles eitel Sonnenschein sein. Es kann aber auch eine ganz neue Bekanntschaft sein. Es kann aber auch jemand sein, wenn du in einem Büro arbeitest, dann kann das auch sein, dass du im Büro jemanden triffst oder während der Arbeitszeit jemanden triffst, der sich vielleicht sogar spontan in dich verliebt. Menschenskinder, die, was mir gerade durch den Kopf zieht, ist ja der Ritter der Stäbe, das ist ja auch so ein bisschen die Eroberungsenergie und auch ein bisschen eine erotische Energie, dürfen wir nicht vergessen. Jetzt weiß ich nicht, was die Karten damit meinen. Sollst du jetzt ein Eroberer sein, ein Draufgänger? Ist die andere Seite ein Draufgänger? Oder wie habe ich das hier zu verstehen? Wir warten erstmal ab, bis wir uns hier ein Urteil bilden können. Wie immer habe ich drei Wochenimpulse ausgelegt, das erste Wochendrittel. Hier haben wir den Buben der Münzen. Das heißt, du siehst die Chancen, die um dich herum sind in deinem Leben. Und wir müssen jetzt noch einmal mit dem Lenormand klären, was für eine Chance siehst du. Ich will jetzt einmal klären, geht es jetzt hier um diese Liebeschance, um diese Liebesgeschichte oder worum geht es hier bitte? Gebt ihr uns bitte drei Botschaften. So, wir haben hier einmal deine Ahnen und das scheint uns zu verfolgen in unseren Legungen. Dein gesamter Ahnenstammbaum ist zugange, damit dir Botschaften zu schicken. Das klingt jetzt für jemanden, der nicht spirituell arbeitet oder der da keinen so großen Bezug hat, ein bisschen utopisch. Unsere Ahnen, das ist dargestellt durch diesen Baum. Jeder Mensch hat einen Stammbaum, der bis in die tiefsten Jahrtausende zurückreicht. Natürlich kann man das alles nicht erforschen, aber deine Ahnen haben ein Auge auf dich, die haben die schützende Hand über dir. Was haben die Ahnen denn mit dir vor? Erinnern wir uns mal,
an die ganzen anderen Legungen. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche Kalenderwochen es waren. 29, 28, 27. Wenn du diese Videos noch nicht gesehen hast, solltest du sie anschauen, weil da auch unheimlich viel zum Tragen kam, dass die geistige Welt mit dir ganz persönlich Kontakt aufnehmen will und mit dir zusammenarbeiten will. Und hier habe ich halt zu liegen, dass deine Ahnen, die wollen dir etwas Wichtiges mitteilen, die wollen dir Unterstützung geben, die suchen dir die Kommunikation mit dir. Und ich frage mich derzeit noch warum, aber im Laufe der Legung wird sich das klären. Entweder wollen sie sich darauf hinweisen, die wollen, dass du glücklich wirst und deine Ahnen wollen, dass es dir gut geht. Sehr oft sind es die Ahnen, die uns besonders nahestehen und die wir zu Lebzeiten auch noch gekannt haben. Mütter, Großmütter, Urgroßmütter, Väter, Großväter, Urgroßväter, die wollen dann oft auch mit uns Kontakt aufnehmen, weil ich möchte erstmal nochmal wissen, warum. Schauen wir mal auf die Wochenmitte, die drei der Münzen. Du wirst beschäftigt sein mit Arbeit, auf jeden Fall. Ich kriege ja hier schon den zweiten Hinweis auf die Arbeit, weil wir haben ja hier gesagt, es kann auch darum gehen, dass du im Büro jemanden triffst, der hier passt. Was möchtet ihr uns noch sagen zu der Arbeit? Jetzt gucken wir erstmal, wie die ganze Sache sich hier... Der Fuchs zeigt aber mit dem Schwanz auf die Wege. Okay, jetzt wird es aber interessant, was uns diese Kombination sagt, der Fuchs mit dem Schwänzchen auf die Wege, das steht immer für eine richtige Entscheidung, nicht für eine falsche Entscheidung. Und was die Karten hier sagen, Bezug auf deine Arbeit, dass es falsch ist, den Weg des Geldes zu gehen. Und offensichtlich ist es das, was deine Ahnen hier auch von dir wollen. Die Ahnen und die Geistführer und die Engel nehmen nicht umsonst hier über die Kartenlegung Kontakt mit uns auf. Das ist meistens das, dann der Fall, wenn sie irgendwas ganz Spezielles von uns wollen. Und ich kriege allmählich den Verdacht, dass es bei der 2 der Kelche nicht unbedingt um eine neue Beziehung geht, sondern um eine spirituelle Verbindung oder eine Verbindung der ganz besonderen Art. Ich bin jetzt erstmal gespannt, wie es hier weitergeht. Hier haben wir jetzt einmal die 9 der Stäbe. Das heißt, egal, ich entschuldige mich, weil offensichtlich habe ich mich gerade ein bisschen erkältet, aber ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Wir haben ja einmal die 9 der Stäbe und was haben wir, habe ich es nicht gerade noch gesagt und schon wieder die Engel im Spiel. Die Engel schicken dir Nachrichten im letzten Wochendrittel der Kalenderwoche 34, weil es irgendetwas gibt, was du nicht weißt und das betrifft deine Arbeit. Du scheinst an irgendetwas zu arbeiten, was der Weg des Geldes ist. Ja klar, wir müssen ja alle arbeiten und wir müssen ja auch unser Geld verdienen, müssen unsere Verbindlichkeiten bestreiten können. Aber irgendwie scheint es für dich ja eine andere Option zu geben, die du noch nicht siehst. Und irgendetwas ist los in Bezug auf deine Arbeit, was man dir möglicherweise verschweigt, nämlich, dass du möglicherweise auch um eine verlorene Sache kämpfst. Kann es vielleicht sein, dass dein Arbeitsplatz langfristig nicht sicher ist? Kann es sein, dass dein Arbeitgeber irgendwas anderes mit dir vorhat und du das noch nicht weißt oder man dir das auch nicht sagt, weil du dich dann vielleicht anders als sonst verhalten könntest? Also das ist wirklich eine interessante Legung. Was wir hier schon mal nicht haben, wir haben hier keine Pleiten, keine Katastrophen liegen, sondern den ganz deutlichen Hinweis, dass du die Botschaften aus den letzten Legungen offensichtlich immer noch nicht angenommen hast. Das heißt, deine Transformation soll weitergehen, aber ich glaube, dass du noch zu sehr mit dem Materiellen und dem Irdischen verbunden bist, um weiterzugehen. In der Liebe, keine Frage, kann es hier Chancen geben, von denen du nur geträumt hast in dieser Woche.
Bezüglich deiner Arbeit bin ich hier nicht ganz so sicher, dass es gut ist, dass du dort bleibst, wo du bisher warst. Ich sehe nicht, dass du irgendwas nicht schaffst. Du musst arbeiten, du hast schon Stress, aber irgendwie laufen an deinem Arbeitsplatz Manipulationen und du musst mitmachen, weil du halt in einem Abhängigkeitsverhältnis stehst. Was auch immer du entscheidest in dieser Woche, höre auf deine Intuition und die Intuition wird unterstützt einmal von deinen Ahnen und einmal von den Engeln, die dir geradezu Botschaften auf den Weg legen. Und diese Botschaften müssen jetzt nicht unbedingt Botschaften sein, direkt von den Engeln, direkt von den Ahnen. Das ist meistens sehr, sehr schwierig, es sei denn, man hat da eine ganz besondere Verbindung. Es können auch Zettel sein, die auf deinem Weg liegen. Es können Botschaften sein, die du auf einer Werbung liest. Es können Gespräche in der Bahn sein, die du mithörst. Oder manchmal sind es auch Leute, die in der Bahn sitzen und Selbstgespräche führen und irgendwas sagen. Wenn du sowas hörst, dann hör bitte gut zu, denn Engel lieben es, Botschaften auf so eine Weise zu übermitteln. Eine sehr interessante Woche. Viele Veränderungen im Privatbereich stehen bei dir Veränderungen an und im beruflichen Bereich solltest du auch wach werden und dich aus dem Schneckenhaus trauen. Werfe einen sehr kritischen Blick auf das, was du im Moment machst, ob sich das lohnt, ob man dir irgendetwas verschweigt und vor allen Dingen, warum machst du das, was du machst. Schauen wir mal hier auf die Abschlusskarte. Siehst du das hier? Weißt du, was ich gerade reinbekomme? Kennst du Pokern? Hier zeigen zwei Leute verdeckte Karten. Und jetzt habe ich den zweiten Hinweis darauf, dass du bezüglich deiner Arbeit aufpassen musst. Nicht, weil man dich kündigen will oder so etwas. Die Fünf der Schwerter kann auch für Intrigen stehen, für Manipulationen stehen. Irgendjemand spielt hier mit falschen Karten. Das betrifft aber nicht den Bereich der Liebe in diesem Fall, sondern das betrifft dein tägliches Brot, deinen Berufsbereich. Und hier hast du es immer noch offensichtlich mit Leuten zu tun, die nicht ehrlich sind, die nicht sagen, was sie denken, die dir übel wollen. Und das hatten wir ja alles schon in den letzten Wochen. Wir wissen ja, sich zu entwickeln, sich zu verändern, ist ein Prozess. Das geht nicht immer von jetzt auf gleich. Wenn man einen Arbeitsplatz verlassen will, muss man erstmal einen neuen haben. Und wenn man keinen neuen hat, dann muss man ja auch Einkünfte haben. Das ist alles nicht so einfach, weiß ich. Aber sei wachsam in dieser Kalenderwoche 34. Irgendjemand spielt mit verdeckten Karten. Und ich will jetzt noch mal wissen, wer ist das? Wer spielt hier mit verdeckten Karten? So. Hier haben wir es mit einer Person zu tun. Das dürfte eine Person sein, die viel nörgelt. Eine sehr frustrierte Person, jemand, der eine sehr negative und frustrierte Gefühle hat. Könnt ihr uns nicht einen Hinweis darauf geben, was das für eine konkrete Person ist? Moment, hier sind jetzt gerade zwei Karten rausgesprungen. Also es ist eine Person, die irgendwo zurückgezogen ist an deinem Arbeitsplatz. Wahrscheinlich hat die irgendwo ein Büro, wo nicht viel Kundenverkehr ist oder wo er vielleicht auch nicht oft hingeht. Und es ist eine Frau. Okay, warum will man dir denn hier? Warum? Was hat die Person für Absichten? Was hat die Person überhaupt für ein Problem mit dir? Naja, die hat wahrscheinlich ein Problem mit dir, weil du ein hohes Ansehen genießt, vielleicht bei Kunden oder auch bei anderen Kollegen. Und das passt dieser Person nicht aus irgendeinem Grund. Was ist der letzte Schluss? Und da haben wir die nächsten Geistführer, die an deiner Seite sind,
Dir wird nichts passieren. Achte auch in dieser Woche wieder auf Begegnung mit Tieren. Nicht nur reale Tiere, es können Tiere auf Plakaten sein, ungewöhnliche Tiere, wobei alle Tiere damit gemeint sind. Das kann auch eine Ameise oder ein Wolf sein oder eine Spinne oder sonst was. Ja, Krafttiere müssen nicht unbedingt groß sein. Und ich bin ziemlich sicher, und ich habe das 100. Mal diesen Hinweis, dass du eingeladen wirst, schamanisch zu arbeiten oder Geistreisen zu machen und dein persönliches Seelentier zu treffen. Ich bin überrascht, dass sich das durch unsere ganzen Legungen durchzieht. Entweder seid ihr eine Reisegruppe, die sich noch nicht richtig in die Transformation hineintraut, oder es sind immer neue Leute, die hier in die Reisegruppe kommen. Wie auch immer. Es ist eine interessante Legung, eine komplexe Legung, aber die Kalenderwoche 34 fordert dich auf, wachsam zu sein im Berufsbereich. Sage nicht viel, beobachte viel und vor allen Dingen sag keinem, was du wirklich denkst oder was du wirklich vorhast. Schweige und lächle. Ich habe das schon mal gesagt, ich glaube in der Kalenderwoche 29, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Lass dich nicht über den Tisch ziehen und lass dich auch nicht aufs Kreuz legen von irgendwelchen Leuten und ausnutzen lass dich schon mal gar nicht. In der Liebe also beste Chancen, nur beruflich. Da sehe ich auch nicht, dass du jetzt Geldmangel bekommst oder irgendwas läuft da gerade schief. Und wir haben diese Konflikte schon seit Wochen und es ist für dich an der Zeit, jetzt zu einer Lösung oder zu einem Ende zu kommen. Ja, also ich muss schon sagen, ihr seid eine richtig interessante Reisegruppe und offensichtlich haben sich die richtigen Leute hier bei mir eingefunden, die offensichtlich, ich weiß jetzt fast gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, in die Zusammenarbeit mit der geistigen Welt eingeladen werden sollen. Eine interessante Geschichte. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich wünsche euch jetzt erstmal eine sehr gute Zeit. Bleibt gesund, macht's gut, bis zum nächsten Video.